Ich brauch Baumrinde, ja. Sofort! Rinde. Da hinten rennst du. Baumrinde war doch von der Palmen oder so, ne? Du kannst mit einer Picke auf egal welchen Baum einkloppen, du kriegst ordentlich Fetch raus. Und wenn du mit der... Da fällt ja da hinten schon Bäume. Ja, ich kann schon. Nein, ich kann noch nicht, ich brauch noch Steine. Noch 3 Stück. Ich hab. Ja gut, dann komm her, weil wir setzen uns gleich hierher und fressen. Oh, ja, die Pfütze hat gleich mein Trinken wieder aufgefüllt, okay. Meist doch hier nicht mit riesen Brocken rum. Gib mir Stein, komm. Aus. Ja, mach ich. Schnell. Alter, ich hab 5 Pelze, ja! Noch irgendwas? Nee. Oh, jetzt heb's auf, komm schon. Nein, nicht pfeifen! Ja. Kommt hier gleich noch ein T-Rex, ey. Weinzen. Ja, auf hier. Hallo. Nein. So. Holz. Brenne. So, jetzt müssen wir warten. Oh, oh, ich sterbe, Daniel. Ich kann nicht warten. Ich muss Bären fressen, bis das Fleisch fertig ist. Ich sterbe. Oh nein. Das dauert nicht allzu lange. Aus den Bären kann man übrigens auch Farbe machen, ne? Ich weiß. Ich sterbe jetzt hier, Daniel, ich muss das erste Fleisch selber essen. Ja, kannst du. Oh ja, das haut rein. Aber nicht genug. Oh, ich leg mich schlafen. Was, warum? Oh, mein Essen füllt sich auf. Ey, das ist super. Eigentlich musst du nur diese blauen Beeren fressen. Dass du quasi dich schlafen legst hier, also unfreiwillig, ne? Und schon. Welche blauen? Fühlt sich, na, diese. Na, blaue sind das jedenfalls. Lila, na, dunkelblaue. Die hauen mich um. Na, das freut mich ein bisschen. Ja, Daniel, und ich kann jetzt dein Inventar durchstöbern. Oh, ah, Alter, hab ich mich erschreckt. So, zu neuer Kraft erwacht. Und wie viel Fleisch, wie viel Essen hast du jetzt? Fick dich, du behinderter Raptor. Ich hab. Na, ich hab volles Essen wieder. Echt? Ja. Ich habe auch die schwarze Beere da gegessen, aber die wollte schwarze mich nicht. Schwarze Beeren, ja. Musst du mehrere hintereinander gleich fressen. So, ja, dann. Diese runden schwarzen, ne? Meine ich. Ja, ich weiß. So, dann kann ich das Fleisch selber essen. So, jetzt geht's mir besser. Mhm. Ja, dann ess du mal, dass du ganz volles Leben hast. Ja, das ist jetzt leer und ich habe immer noch kein ganz volles. Hast aber du alles gegessen? Ja, das müsste aber jetzt noch ein bisschen höher gehen mit der Zeit. Ich habe wirklich alles gefressen. Wenn du 4 Fleisch gegessen hast, 4-mal. Oh. Ich kann dir auch schwarze Beeren geben, wenn du willst. Oh, du schwimmst. Oh, sehe gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ich watschle hier durchs Nirvana. Daniel? Alter, da hinten ist immer noch der T-Rex. Ich will die Nacht erstmal hier bleiben. Der Seite hier. Was für ein Arsch ist das denn? Der würde uns fressen. Dann gehen wir auf Jagd jetzt. Wir brauchen Pelze. Also das Tier töten und dann mit den Äxten das Leder bekommen, also die Häute. Ja, aber... Wie gesagt... Ich würde das lieber im Hellen machen als im Dunkeln. Ja, ich auch. Aber wir haben keine Möglichkeit, weil da hinten. Oh, was dampft denn hier? Ach, der da. Ja, lieber der als der T-Rex, ganz ehrlich. Warum gammelt da jetzt ein T-Rex rum? Schau mal an! Dieses Arsch-Kopf-Dingens. Ja. Der will da auch nicht mehr weg, ne? Nee.
Als wenn der Basecamping gibt's hier nicht. Ja, Base Raiden, ey. Unfair. Hallo hier. Schön abhauen. Huch. Eine Fackel geht aber nicht mehr lange, ne? Dann baust du dir eine neue. Ich glaube, da habe ich das Material zu. Wir müssen uns einen Dino schnappen, der langsam ist und nicht weglaufen kann. Oh, hier, das Schwein vielleicht hier. Ja, nee, ich habe das Gefühl, das Schwein ist schnell. 15. Ja, der ist Level 15. Der hat zwei ganz schön große Hauer, hast du gesehen? Ja, ja. Aber ich glaube, dass der hier nicht schnell ist, der da. Ja. Siehst du? Der mit den Stacheln am Schwanz. Ja, aber der wird wahrscheinlich mit dem, wie gesagt, mit dem zuhauen. Was für ein Level ist der? 19. Das ist ein bisschen, ist mir ein bisschen mit zu hoch. Ja. Und der hier? 8. Ja, komm, ich nehm den. Ja, warte, lass mich aber vorher ein bisschen wegrennen. Weil ich kann dir dabei nicht helfen. Kommt er die Steine hoch? Das ja, und er kommt nicht alleine. Hey, und er kommt und bringt seine Frau auch gleich mit. Und da hinten kommt noch einer von denen. Hallo? Und meine Lampe ist kaputt. Meine Lampe ist kaputt. Alter, jetzt hast du zwei. Hier kommt noch einer. Ein dritter kommt ja auch noch hinterher. Ja, wie unfair ist das denn jetzt? Und ich kann neben den laufen, mir tut er nichts. Als wenn es meine, ich befehle die. Los, jagt Ivan. Los. Los, meine Dinos. Los, ja. Das ist, als wenn ich sie jetzt hier befehle. Kann man seine Leiche wiederfinden? Ja. Ich erfriere, ne? Ah, tatsächlich, die hauen echt mit ihrer, ne? Weiß schon, zu. Aber ich erfriere auch. Was soll ich denn jetzt machen? Mach wieder eine Fackel an. Die kann ich, glaube ich, nicht mal reparieren. Warte mal, ich gucke mal. An. Ich hab den jetzt so viele Speere da reingejagt, ne? Ne, reparieren fehlt mir das Material, aber ich hab noch eine andere Fackel gefunden. So, ist jetzt gut? Ja, guck mal hier, schön warm. Schöne warme Fackel. Oh, aua! Oh, ich hab auch die Musik. Alter, wer? Hinter dir! Wo denn? Ah, ich bin tot. Was? Warum denn? Ich bin gestorben. Ist vorbei. Ich glaube, ich bin erfroren, Daniel. Ich bin erfroren. Na, ich habe hier meine Fackel an, also ich durfte sie eigentlich nicht. Aber noch ist mir kalt. Gehe ich jetzt nicht. Na, wenigstens habe ich es nicht weit. Jetzt sollte man sich ein bisschen bewegen. Wird immer noch. Na, du komm jetzt hier. War nicht affig. Ja, Daniel, hätten wir uns bei unserer Hütte Wände drumherum gebaut, ne? Hätten wir uns ein Lagerfeuer reingesetzt und dann hätten wir die Nächte dort ausgeharrt. Aber so kommen wir gar nicht weit. Ich glaube, ich bin auch gleich hinüber. Nein, hör auf! Na, was soll ich denn machen? Ich hab mir was gebrochen, ich weiß nicht warum. Und ich friere immer noch, ich weiß nicht warum. Obwohl ich die Fackel brennen habe. Oh Mann. Ihr könnt. Ja, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin Alete. Du bist verreckt. Ja, Zone 3. Also ich bin da nie wenigstens gespawnt. Ich muss jetzt nur ein bisschen laufen und dann bin ich wieder da. Und Necro scheinbar noch lange nicht. Ich such grad mein Leiche. Oh, Alter, ich seh nix. Cooles Zeug dabei, das will ich eigentlich wieder haben. Ich seh auch überhaupt nichts. Ich seh null, ich seh bloß meine Karte. So, jetzt muss ich mal kurz mich orientieren, da drüben ist sie. Dann ist. Oh, Dodo. Alter, Daniel, ich seh wirklich null. Hier müssen wir runter, hier sind Dodos. Ich friere immer noch, ja, was soll ich dagegen machen? Dir ein Lagerfeuer suchen und, ne? Ja, Lagerfeuer helfen wahrscheinlich dagegen.
Also es war eine Kackidee von mir, denen die Speere reinzujagen, weil das hat die überhaupt nicht interessiert. Vor allem dann kommen sie gleich zu dritt, weißt du? Als hätte ich keine anderen Sorgen, kommen sie gleich hier voll im Rudel. Also Daniel, ich bin gleich zu Hause. Ich werde mich zu Hause hinsetzen und mir dort ein Lagerfeuerchen bauen. In der Hoffnung, dass ich überhaupt genug Sachen habe. Komm jetzt her. Was heißt komm jetzt her? Gegen wen kämpfst du denn schon wieder? Dodos. Friere. Hätte ich dort genug? Ja, hätte ich. Gut. Ich könnte hier ein Lagerfeuer bauen. Aber ey, ich bin schon wieder am Sterben. Richtig scheiß. Ja, ich auch. Was soll ich denn dagegen machen? Zu mir kommen, dann bauen wir uns ein Lagerfeuer. Flint brauche ich jetzt. Dein Ernst jetzt? Alter, wo soll ich mir jetzt einen Steine kloppen? Hallo, ich brauche Steine. Verdammte Axt. So, geht doch. Bin aber am Erfrieren, ey. Wie kacke ist das denn? Oh, man ist echt schnell tot bei Erfrieren. Ich weiß nicht, was seid ihr unten am Wasser oder seid ihr oben? Wir sind irgendwo immer noch in der gleichen Posi. Also ich bin unten am Wasser hier gerade. Aber ich werde gleich umfallen. Ich nicht. Denn ich habe mir ein Lagerfeuerchen gebaut. Ja, so schnell kann ich die Materialien gar nicht zusammensammeln. Nee, ich bin ja zu Hause. Ich bin zu Hause, mir geht's gut, weißt du? Und erinnere mich bitte dran, nie wieder gegen die Dinos anzutreten. Mit bisschen Speeren. Naja, da sollte nur einer von denen, aber nicht drei. Und vor allem nicht mit nur 5 Speere. Ja. So, kann ich jetzt noch vielleicht irgendwas craften? Nein, kann ich natürlich nicht. Was brauche ich noch für hier? Fiber. Ah, okay, Fiber. Fiber. Ich brauche ganz viel Fiber. Okay, ich muss sammeln. Auch wenn ich nicht sehe. Da war das. Vielleicht war das ja doch. Ich habe etwas sehr Großes gehört und das hat mir gerade Angst gemacht. Ich sollte vielleicht mich dann wieder einloggen, wenn es Tag ist. Siehst du wirklich so wenig? Nee, darum geht's nicht. Ich bin gleich tot, weil ich erfriere. Achso. Was machen wir jetzt mit unserem Zeug? Liegen lassen oder versuchen, das zurückzuholen? Na, meins liegt nicht allzu weit davon. Du musst nur wieder über das Wässerchen Flüssleiner gehen. Dann gleich da am Vorderraum. Ich bin noch ein ganzes Stück zurückgerannt. Ja, aber ich verhungere gerade. So, ja, ein paar Bären hatte ich auch noch dabei. Schwarze Bären musst du nehmen. Ich weiß ja nicht. Das hört sich nicht gerade gesund an. Ja. Sag mal, bei euch ist da dieser Obelisk, der da in der Luft schwebt. Obelisk? Ja, das ist so ein roter Obelisk. Okay. Roter, aber in der Nähe. Wir sind links davon. Der Mond ist rechts quasi davon und wir sind links davon bei einem Wasserfall. Falls ihr das was sagt. Wieso kann ich da nicht bauen? Was soll denn die Kacke? Daniel, ich kann doch nichts hinsetzen. Das ist schlecht. Wieder ein Dodo, aber wenn ich den jetzt angreife, dann Alete. Daniel, wir haben ein kleines technisches Problem. Scheibenkleister. Das heißt... darf das jetzt hier. Ach, ich bin ja wohl ganz anders. Und bin 70 und 80. Ehrlich jetzt? War das nicht 70 40 oder so? Kann ich nicht genau sagen.
Oh, ich gewinne wieder an Leben. Warum weiß ich jetzt nicht, aber dafür zieht es mir übelst schnell das Essen ab. Dies ist eine bestimmte Beere, die das macht. Ah, toll. Ah, ich glaube, ich muss diese Nacroberry jetzt auch essen, Daniel. Ja, dann wirst du kurz ohnmächtig, machst aber einen Gesundheitsschlaf sozusagen. Warte mal, da hinten waren doch die, da muss ich. Nee, ich bin nicht umgefallen, das ist Beschiss. Die Richtung, da muss ich da drüben hin. Zum Scheiß. Oh, jetzt bin ich, jetzt ist er weg. Oh. Ey, voll mit dem Gesicht gegen Pfosten. Ich lieg quasi mit dem Gesicht gegen Sumpf. Der schaut richtig gut aus. Ich glaube, ich habe Durchfall. Grad schon wieder. Zweimal hintereinander schon. Hast ja was eingefangen.